Jetzt sollten Sie nicht wegrennen. Herr Fickus, jetzt brauchen wir Sie auf der Bühne. Gut. Gut, dann bedanke ich mich bei den Teilnehmern hier im Saal, dass sie so pünktlich zurückgekommen sind. Und es freut mich jetzt, Herrn Fickus und Herrn Franz von Comchest Ihnen präsentieren zu dürfen. Herr Franz wird kurz den Kollegen anmoderieren und nachher dann noch durch die Fragen Herrn Fickus begleiten. Bitte sehr. Ja, besten Dank, Herr Schmidt. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch im Namen unseres Hauses Comchest. Wolfgang Fickus ist bei uns. Wolfgang Fickus ist Produktspezialist unseres Hauses im Hauptquartier in Paris ansässig und er ist so nah am Portfolio-Management, wie man es nur sein kann. Und Wolfgang Fickus wird heute einen Einblick geben mit Blick auf die Überlegungen, ob es die oder welcher Wert des Wachstums innerhalb der europäischen Aktienwelt gegenwärtig zu finden ist. Der Wert des Wachstums mit Blick auf europäische Aktien, so haben wir es überschrieben. Dazu wird Wolfgang Fickus gleich einige Worte sagen und, wie ich glaube, sehr aufschlussreiche Erläuterungen geben. Vorab erlauben Sie mir ein kurzes Intro zum Hause Comchest zu geben, wenn Sie gestatten. Und zwar nur ein ganz kurzes Blitzlicht. Wir sind 1985 gegründet worden, also ein Haus mit einiger Jahrzehnte Erfahrung. Und haben zum Jahresende des vergangenen Jahres etwa 41 Milliarden Assets under Management gehabt. Das ist so durch Zuflüsse und auch durch Kursgewinne entstanden über all die Jahrzehnte. Und von unseren etwa 200 Mitarbeitern, etwas mehr als 200 Mitarbeitern, sind mehr als 50 Portfolio-Manager, Analyst. Und insofern sind wir ein sehr produktgetriebenes Haus. Wir haben eine große Zahl von Produktverantwortlichen und Analysten im Haus. Die Quote ist mit 50 von über 200 sehr groß. Und all das, was wir im Hause so tun, alles das denkt eine Strategie, alle Strategien unseres Hauses, alle Aktienfonds, die wir so gestalten, die denken, atmen und leben einen Stil, nämlich Qualitätswachstum oder in englischer Sprache eben Quality Growth. Das ist ein kurzer Schnappschuss, ein Blitzlicht unseres Hauses Comchest. Und dann übergebe ich den Staffelstab weiter an unseren Produktspezialisten Wolfgang Fickus, der nun den Ball übernimmt und über den Wert von Wachstum bei europäischen Aktien sprechen wird. Wolfgang, Staffelstab an dich. Vielen Dank, Andreas, für die schöne Einleitung. Sehr geehrte Damen und Herren hier im Haus der Bayerischen Wirtschaft und natürlich auch den zugeschalteten Damen und Herren im Internet. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier stehen darf und ich bin auch sehr erleichtert, weil Sie können sich vorstellen, dass wir als Wachstumsinvestor ein sehr hartes 2022 bisher hatten, also alle unsere Fonds, weil wir einen Stil eben bei Comchest durchexerzieren, salopp formuliert, sind relativ gesehen sehr stark unter Wasser, was sehr untypisch ist für unsere Fonds, da wir ja normalerweise besten eben natürlich, ich sag mal, abfedern mit unseren Qualitätswachstumsunternehmen. Aber Sie wissen selbst, es war eine sehr scharfe Value-Rallye im Gange und es ist jetzt, glaube ich, in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen doch so, dass die Value-Rallye so ein bisschen an Luft verloren hat, weil man sich jetzt nicht mehr so sehr über die Zinsen Gedanken macht, sondern über die konjunkturelle Situation und sich, glaube ich, alle einig sind, dass wir in Europa und in den USA in einer Rezession höchstwahrscheinlich schlittern werden, vielleicht keine richtig schwere, aber naja, die Unsicherheit ist auf jeden Fall da. Aber auf jeden Fall ist es immer noch ein guter Zeitpunkt für mich, hier heute zu stehen und unsere Europastrategie zu präsentieren, weil wir wirklich glauben, dass die Bewertung unseres Fonds für den Value und das Wachstumspotenzial, was Sie hier haben, dass das ein interessanter Zeitpunkt ist, eben sich diesen Fonds anzuschauen. Das ist das Team, mit dem ich auch öfter zusammensitze in Paris. Viele von Ihnen kennen dieses Team. Es zeichnet sich wie eigentlich bei allen Comchest-Teams dadurch aus, dass es eine extrem hohe Stabilität hat. Wir haben hier mit dem Laurent Dobler, ich sag mal, einen alten Hasen, der 30 Jahre schon bei uns ist, und mit dem Arnaud, der auch unser CIO ist, seit 25 Jahren. Wir haben einen Mittelbau von Portfolio-Managern, die seit 15, 16 Jahren bei uns sind. Und natürlich haben wir auch immer, sorgen wir immer für junges Blut, man muss neue Ideen haben, man kann nicht immer nur auf den alten eingesessenen Ideen sich ausruhen, in Anführungszeichen, und da kommen schon sehr spannende Debatten zustande. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann auch hier unsere ESG-Mitarbeiter,
die sich ausschließlich den europäischen Aktien widmen. Also hohe Stabilität, und das ist natürlich dann auch der Wert dieser Partnerschaft, die wir haben. Sie werden sich immer auf dieselben Köpfe verlassen können. Gut, ich habe es eingangs schon gesagt, als ich die Präsentation jetzt zum ersten Mal gehalten habe, waren immer noch die Debatten da. Gehen wir jetzt in Stagflation oder auch in eine Rezession? Das war so circa vor einem Monat. Ich glaube, mittlerweile hat sich das Pendel sehr stark in Richtung Konjunkturpessimismus gewandelt. Sie wissen vielleicht, dass wir eben als reine Bottom-up-Stockpicker uns alleine auf die Unternehmen verlassen und keinerlei Makrovorhersagen machen. Aber wir wissen natürlich, dass wir nicht von der Performance her vollkommen isoliert sind von diesem makrowirtschaftlichen Umfeld. Und die Frage ist natürlich in so einem Umfeld, was braucht man da für Aktien, wenn man denn im Aktienmarkt investiert sein möchte? Und aus unserer Sicht sind es zwei Kriterien, die Sie haben müssen. Sie müssen A, Unternehmen haben, die mit Inflation umgehen können, die Preissetzungsmacht haben, und Sie müssen B, Unternehmen haben, die eine relativ geringe Konjunktursensitivität haben. Wir spüren das auch schon an der Marge natürlich bei den Titeln in kleineren Titeln, die vielleicht doch eine etwas höhere Sensitivität haben zum Zyklus, dass das Umfeld doch etwas ruckliger wird. Gerade im Konsumbereich hat man die ein oder andere Unternehmensmitteilung, die auch jetzt nicht mehr so positiv ist. Oder auf Neudeutsch Profit Warnings. Das ist jetzt nicht in unserem Portfolio, aber wir spüren natürlich schon, dass der Wind jetzt doch rauer wird. Also Sie brauchen Unternehmen, die Preissetzungsmacht haben, und Sie brauchen Unternehmen, die relativ konjunkturunsensitiv sind. Und das sind die beiden Kriterien, die Qualitätswachstumstitel zumindest in unseren Portfolios auszeichnen. Ja, wir haben die Präsentation genannt, der Wert des Wachstums. Und ich glaube, viele Kunden oder viele Prospects sagen uns, naja gut, ihr habt gute Performance gehabt, auch das letzte halbe Jahr müssen wir mal wirklich ausstreichen, da haben wir kräftig underperformed, aber über 3, 5, 10 Jahresperioden sehen die Performance gut aus, aber wir sagen, okay, über 20 Jahre oder über 30 Jahre sehen die Performance-Zahlen auch gut aus. Und warum sagen wir das? Weil viele, glaube ich, im Hinterkopf haben, naja, wir hatten jetzt eine ausgesprochene Growth Rally für 10 Jahre, die hat jetzt vor Ende letzten Jahres gestoppt. Da würde ich antworten, naja, wir hatten keine Growth Rally, wir hatten eine Fang Rally, ja, das waren eben diese Fangs, die diese Performance im Growth-Sektor getrieben haben, und davon gibt es in Europa keine. Was unsere Fonds getrieben hat, das sehen Sie hier an diesem Slide, das ist hier einfach mal abgebildet. Für unseren europäischen Flagship-Fonds haben wir ein organisches Umsatzwachstum in dem Fonds, das halten wir sehr stark nach. Das Gewinnwachstum und das Umsatzwachstum, das ist das Einzige, was wir als Portfolio-Manager aktiv steuern können. Wir können keine Bewertung steuern, wir können keine Market-Exzesse steuern, aber das können wir steuern. Und der Motor für die Performance des Fonds, die ich Ihnen nachher zeigen werde, ist dieses 8%ige regelmäßige Umsatzwachstum. Was Sie auch sehen, ist eben, dass wir es schon schaffen, wie in der globalen Finanzmarktkrise, wenn die Weltwirtschaft in die Rezession geht, dass wir immer noch organisch um die 5% wachsen. Also wir haben sehr stabile Unternehmen. Ja? Und das Zweite, was Sie hier aus diesem Slide mitnehmen können, denke ich, wenn man sieht, wie wir hier durch die Krise gekommen sind, durch die Covid-Krise, das ist hier dieser Kasten, den wir hier eingezeichnet haben. Wir haben unverändert hohes organisches Wachstum in unseren Portfolios, in unserem Flagship-Portfolio von 7%. Das heißt, wir sind auch gut durch die Covid-Krise gekommen. Und genau das und nur das ist der Grund für die Outperformance. Es ist nicht irgendeine Style-Rally, sondern es ist wirklich dieses nachhaltige Umsatzwachstum, was sich dann über 3 oder 5 Jahresperioden in der Performance widerspiegelt, weil wenn Sie 7 oder 8% organisch wachsen, dann haben Sie auch einen operativen Hebel und dann werden Ihre Gewinne sicherlich auch 10, 11, 12% steigen, und das ist genau unsere Messlatte. Bevor ich jetzt auf die Unternehmen zu sprechen komme, die diese Performance treiben, es ist mir eben wirklich wichtig, nochmal herauszustellen, diese Debatte um Inflation. Viele sagen, okay, sie brauchen in diesem Umfeld eigentlich keine Wachstumsaktien, weil die sind ja zinssensitiv. Was die meisten Beobachter dabei eben übersehen, ist, dass in der Inflation selbstverständlich wichtig ist, dass sie natürlich auch den Zähler in einem Discounted Cashflow-Modell, nämlich die Cashflows, steigern. Und das können Sie nur, wenn Sie Preissetzungsmacht haben. Also wir finden diese Debatte über die Zinssensitivität von Value versus Growth-Aktien eigentlich ziemlich fehlgeleitet. Und wir sagen, dass der beste Inflationsschutz nicht eine Value-Aktie ist, sondern eine Growth-Aktie mit Preissetzungsmacht.
Und da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele nennen. Die drei Beispiele, die ich jetzt hier aufführe, repräsentieren zu ca. 17-18% des Comtis Growth Europe Portfolios. Also es sind schon relevante Aktien. Eine von den kleineren Aktien, die ich jetzt hier mal aufgeführt habe, ist die Schweizerische Straumann. Die Schweizerische Straumann ist ein Unternehmen, die in der Historie eben Zahnimplantate hergestellt hat, und zwar Premium-Zahnimplantate, wie sich das gehört für ein schweizerisches Unternehmen, Premium-Produkte, hohe Preissetzungsmacht. Und Sie sehen hier das typische Bild eines Unternehmens, was es eben einfach schafft, über sehr lange Zeiträume auch in neue Märkte zu expandieren. Man ist dann eben von den Premium ins Value-Segment gegangen, ist in Brasilien ist man expandiert, eine sehr erfolgreiche Geschichte. Und danach, im Nachhinein, ist man dann auch in die Zahnarztpraxen mit medizinischen Geräten, die haben wir hier als CAD, CAM umschrieben, gegangen, erfolgreich. Und die neueste Wachstumsstory, die man da draufgesetzt hat, ist die Kieferorthopädie. Sie wissen vielleicht, als wir kleine Kinder waren in der Schule, musste man diese hässlichen Zahnspangen tragen. Heutzutage macht man das nicht mehr. Heute hat man, was man gemeinhin Clear Aligners nennt. Das sind solche transparenten, wie soll ich das jetzt sagen, Formen. Die setzt man auf die Zähne, die wechselt man alle 2 bis 3 Wochen, bis der Zahn in der Form ist, die man sich wünscht. Man hat also nicht mehr diese Zahnspangen. Das hat natürlich den Vorteil, dass sie wiederkehrende Einkünfte haben. Und natürlich ist das auch ein extrem großer Markt. Und Straumann hat sich hier in Europa als Marktführer etabliert. Und Sie sehen eben typisch, das, was wir hier bei Comtis suchen, das sind eben diese, ich sag mal, diese, wir nennen das Marathon-Runners. Ja, das sind Unternehmen, die über lange Zeiträume regelmäßiges Wachstum eben generieren mit einer guten Visibilität. Und es ist natürlich auch ein relativ konjunkturresistentes Metier, weil wenn Ihnen die Zähne wehtun, Ihr Zahnarzt sagt, Sie brauchen Zahnimplantat, dann werden Sie jetzt nicht sagen, nee, ich möchte aber lieber in Urlaub fahren. Das sind einfach so Dinge, da haben Sie gewisse Prioritäten. Ein zweites Beispiel, das ist jetzt die zweitgrößte Position im Fonds, werden Sie höchstwahrscheinlich schon von gehört haben, aber ich werde es trotzdem erläutern. Das ist die niederländische ASML, die stellt hier diese Maschinen her. Ja, und diese Maschine, das sind Lithografiemaschinen, im Grunde genommen sind das Druckmaschinen, die bedrucken eben diese Halbleiter-Wafer, diese runden Halbleiterplatten. Und Sie wissen vielleicht, dass es in der Halbleiterindustrie darauf ankommt, dass man entsprechend die Rechenkapazität von Halbleitern alle 2 Jahre verdoppelt oder bei gleicher Rechenkapazität die Größe eines Halbleiters halbiert. Und das heißt, Sie müssen Drucker haben wie die von ASML, die immer kleinere Schaltkreise drucken können. Und ASML ist jetzt hier bei der neuesten Technologie, bei der EUV, Extreme Ultraviolet Technologie, quasi ein Monopolist. Das sind die einzigen, die das können. Die können bis auf 3 Nanometer bedrucken. Kein anderer kann das. Die Maschine kostet 150 Millionen. Hier kann man auch sagen, die haben natürlich eine Preissetzungsmacht, die ist ohnegleichen. Ganz einfach, weil die Halbleiterindustrie, wenn sie diese Maschine nicht hat, einfach nicht mehr in der Basis funktioniert mit diesem Moore's Law. Ja, also auch eine extrem starke Wettbewerbsposition. Und hier sehen Sie, das ist ein Unternehmen, was Ihnen eine Guidance geben kann von 10 Jahren mit einem doppelstelligen Umsatzwachstum. Das reicht uns vollkommen. Natürlich beobachten wir das Unternehmen genau, aber auch das ist hier wieder ein typischer Marathon-Runner, sagen wir auf Deutsch. Die Aktie war sicherlich Ende letzten Jahres ein bisschen teuer bei einem 50er KGV, ist runtergekommen auf ein 27er, 28er KGV und verspricht über die nächsten 6 bis 7 Jahre 20% EPS-Wachstum per annum. Für uns ist das auf jeden Fall mittlerweile wieder eine sehr attraktive Aktie. Letztes Beispiel, auch nochmal ein anderes. Ja. Gemeldet, ja. Es gibt ja eine Plattform, wo du das melden kannst, damit man sich versucht, nicht zu kannibalisieren, weil da hat ja keiner was davon. Ja, und dann hat er gesagt, ja, es tät ihm auch leid. Also er hat jetzt nicht gesagt, es tät ihm leid, aber es war alles so chaotisch, weil Mannheim Da ist jetzt was schiefgegangen. Hallo? Ja, okay. Ich höre Sie. Ja, folgende zu ASML, kurze Frage. Die amerikanische Regierung hat ja gestern Richtung Niederlande die Bitte geäußert, so habe ich es zumindest der Presse genommen, man möge doch mit ASML sprechen, dass sie derlei Komponenten bitte nicht nach China mehr verschiffen sollte oder entsprechende Technologie zur Verfügung stellt. Jetzt im Kontext dessen, was Sie gesagt haben, wie hoch ist dieser China-Anteil für ASML? Wie wichtig ist dieses Geschäft? Und was würde das für das von Ihnen prognostizierte Wachstum bedeuten? Danke. Also ASML macht 70-80% der Umsätze in Taiwan, weil da sitzen die großen
Halbleiter schmelzen, vor allen voran TSMC. Und TSMC ist eigentlich die einzige Unternehmung, die mit diesem Gerät überhaupt umgehen kann. Und der Rest kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Also die Frage stellt sich, was passiert, wenn China Taiwan übernimmt? Aus unserer Sicht ist das vielleicht ein Szenario, was man 10 Jahren debattieren kann. Also im Moment ist das kein Problem. Ja? Aber natürlich ist in so einer spezialisierten Industrie wie der Halbleiterindustrie ist Geopolitik schon auch ein Thema, was man sich immer mal wieder ansehen muss. Und das letzte Beispiel ist die größte Position im Fonds, ist die dänische Novo Nordisk. Novo Nordisk ist der Weltmarktführer für Diabetes. Bevor Sie sich das jetzt nochmal genau anschauen, was das Unternehmen geleistet hat, Diabetes brauchen Sie, wenn Ihre Bauchspeicheldrüse ist. Ihre Bauchspeicheldrüse produziert ja Insulin, um dann entsprechend den Blutzuckerspiegel zu steuern, gerade nach der Nahrungsaufnahme. Und dafür brauchen Sie gewisse Enzyme im Blut. Und wenn die nicht funktionieren, naja, dann haben Sie eben das Problem des hohen Blutzuckerspiegels. Und genau in dem Metier ist das Unternehmen eben tätig. Und auch hier sehen Sie wieder, ich sag mal, diesen Marathon-Runner, die wir suchen. Das ist ein Unternehmen, was eben sich hier seit 2005 bis 2021 hochgekämpft hat von, naja, ich sag mal 40 Milliarden dänischer Kronen auf mittlerweile 180. Also es ist schon sehr regelmäßiges Wachstum, verbunden mit sehr hohen Margen, EBIT-Margen zwischen 25% und 30%. Und das Unternehmen hat halt einfach gezeigt in der Vergangenheit, dass es ständig in allen relevanten Märkten im Diabetesmarkt erfolgreich Innovation betreiben kann. Weswegen ich heute darüber spreche und was das Wachstumspotenzial besonders für die nächsten Jahre beeinflussen wird, ist hier dieser kleine graue Bereich. Das steht hier Obesity, das ist also die Fettleibigkeit. Und Fettleibigkeit ist ein Problem, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo es Menschen gibt in hoher Anzahl, die, ich sag mal, mehr als 130, 140 Kilogramm wiegen. Und für die ist Covid lebensgefährlich. Die müssen also schnell vom Gewicht runter. Und Novo Nordisk hat mit diesem Medikament Wegovy es auch in der Fettleibigkeit geschafft, das einzige Medikament an den Markt zu bringen, was das schafft. Wegovy ist also letztes Jahr hier von der FDA zugelassen worden als offizielles Fettleibigkeitsmedikament in den Vereinigten Staaten von Amerika und hat innerhalb von 4 Monaten die Hälfte des Marktes für sich erobert. Dieser Markt für Fettleibigkeit ist geschätzt auf ca. 40 Milliarden US-Dollar, aber das sind natürlich Größen, die kann man nicht so ganz genau schätzen, aber es ist ein Riesenmarkt. Im Moment ist Novo Nordisk da noch alleine. Ich kann Ihnen sagen, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn Sie 140, 150 Kilogramm wiegen und Covid Sie bedroht, Sie dieses Medikament kaufen, kostet es, was es wolle. Also auch hier wieder ein Medikament, was eigentlich sehr starke Preissetzungsmacht hat und auch sehr wenig konjunkturanfällig ist. Das war jetzt von meiner Seite aus erstmal 3 Beispiele, mit denen ich Ihnen aufzeigen wollte, dass wir versuchen, bei Comgest konzentrierte Portfolios zu machen, die eine gewisse Resistenz haben, die eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben gegenüber Konjunkturzyklen und die mit dem Thema Inflation auf jeden Fall umgehen können. Kommt hinzu, externes Wachstum, da fasse ich mich jetzt relativ kurz. Wir schauen auch darauf, dass unsere Unternehmen, die sehr Free Cashflow-trächtig sind, natürlich dieses Kapital einsetzen und auch andere Unternehmen übernehmen. Und was uns dann nicht interessiert, ist, ob die Earnings Accretion, also die EPS Accretion im ersten Jahr 7, 8, 9 oder 10% ist. Das können Sie immer gewährleisten, wenn Sie mit Cash ein Unternehmen kaufen, egal wie teuer es ist, sondern was uns dann interessiert ist, wie entwickelt sich dieses Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und ein paar Beispiele hier zum Beispiel, als Louis Vuitton die Minorities von Christian Dior rausgekauft hat und es komplett übernommen hat. Zu dem Zeitpunkt hat Christian Dior, das war glaube ich 2016, 350 Millionen EBIT gemacht. Heute macht Christian Dior 2 Milliarden EBIT. Also es ist ein Unternehmen, was extrem gut gediehen ist hier in diesem Louis Vuitton Konzern. Anderes Beispiel ist hier eine L'Oréal, die haben vor 7 oder 8 Jahren CeraVe übernommen. CeraVe ist halt eine Creme, ja, ist ein Schönheitsprodukt. Damals hat CeraVe einen Umsatz gemacht von 150 Millionen, heute macht CeraVe einen Umsatz von knapp 1 Milliarde. Das ist ein Prozent organisches Umsatzwachstum für so einen Giganten wie L'Oréal. Das sieht man also auch, dass diese Marathonläufer mit starkem organischen Wachstum auch wissen, wirklich die Free Cashflows gut einzusetzen in Akquisen, die dann eben auch wieder werthaltiges Wachstum liefern.
Ein anderes Merkmal unserer Portfolios ist eben diese Margenstabilität. Hier sieht man eben die durchschnittliche EBIT-Marge unseres europäischen Aktienportfolios vor der Krise, nach der Krise. Sicherlich war da zwischenzeitlich ein kleiner Dip drin, aber Sie sehen schon, dass wir die Krise im Grunde genommen hinter uns gelassen haben. Wir haben sogar in unseren Portfolios Margensteigerungen verzeichnen können. Thema Inflation. Wie geht das, wie sieht das im Einzelnen aus? Ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt mit diesen drei Unternehmen. Hier haben wir mal einen Vergleich gemacht zwischen L'Oréal und Unilever zum Thema Inflation. Einfach mal ein praktisches Beispiel, weil so ist das auch bei uns im Portfolio-Management verankert. Das sind eben keine theoretischen Debatten, sondern da schauen wir wirklich auf die Einzelunternehmen. Und Sie sehen hier im oberen Teil eine ganz interessante Statistik. Das ist die Anzahl der Nennungen des Thema Inflation. Beim letzten Earnings Conference Call von L'Oréal, das war 7-mal, und dann beim letzten Earnings Conference Call von Unilever, das 48-mal. Also Sie sehen daran, dass ein Unternehmen wie Unilever, was eigentlich eher für Waschmittel bekannt ist, für Commodity-Produkte, natürlich mit dem Thema Inflation ein echtes Problem hat, weil wenn Sie Ihr Waschmittel billiger kaufen wollen, dann gehen Sie halt zu Aldi, Sie wollen ja nicht unbedingt Persil. Gut, Persil ist jetzt Henkel, aber Henkel hat ja gerade ein Profit Warning gemacht. Also die haben dieses Problem genau wie Unilever. Aber für eine L'Oréal verkauft halt, ich sage das immer so ein bisschen transparent oder ja, marktschreierig, die verkaufen ja Schönheit, die verkaufen ja keine Commodity. Und insofern sehen Sie, dass das also an solchen Unternehmen auch vorbeigeht. Sie sehen es im Übrigen auch an der Bruttomarge. L'Oréal macht eine Bruttomarge von 75% oder 70% und Unilever macht eine... Ups, wenn ich zu lange auf den Knopf drücke, dann geht's aus. Das ist das Problem. So. Ja, jetzt kommt es wieder, kein Problem. Und Sie sehen eben, der Unilever, hier gehen die Margen von 40% auf 35% runter, hier während der Krise. Entschuldigung, ich muss einfach aufpassen, nicht zu lange drücken. Ich muss mich da entschuldigen, auch bei den Zuhörern im. Ja, ich drücke einfach nicht mehr drauf. Jetzt ist es komplett gestört. Ich sehe, die bemühen sich schon. Ja. Gut, ich kann ja währenddessen durchaus den Vortrag weiterhalten, weil es ist letzten Endes... Jetzt ist es zurück. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank. Also auch hier nochmal die Mitteilung. Sie müssen ganz genau gucken. Sie können nicht einfach ein Unternehmen kaufen im Bereich Consumer Staples und davon ausgehen, dass Sie die Preise weiterreichen können. Sie brauchen wirklich die richtigen Consumer Staples. Das heißt, Sie brauchen wirklich die richtigen Bottom-up-Unternehmen. So, jetzt, bevor ich auf das nächste Thema zu sprechen komme, ich wollte einfach nur festhalten, wir haben diese Unternehmen, die weiter wachsen können, wir haben diese Unternehmen, die Preissetzungsmacht haben und mit dem Thema Inflation umgehen können. Die Frage ist jetzt, was bezahlen Sie dafür und was können Sie sich von diesen Unternehmen für eine Performance quasi versprechen? Das ist der richtige Zeitpunkt quasi, wieder sich diese Unternehmen anzuschauen, nach dem doch sehr schwierigen ersten Halbjahr 2022. Kommen wir erstmal auf das Thema KGVs. Also das KGV dieses Fonds ist, wie Sie hier sehen, von 32-mal, das ist jetzt hier ganz oben eingezeichnet. Wir bezeichnen es als eine Bewertungskerze, weil wenn Sie sich ein KGV betrachten, dann wird ein KGV wird beeinflusst auf der einen Seite von den Kursen, die sich bewegen, das ist das Pi, und auf der anderen Seite von dem Gewinnwachstum, was Sie generieren können, und das ist das I. Ja? Und natürlich geht ein PI, also ein KGV, nach unten, wenn die Kurse nach unten gehen und gleichzeitig die Gewinne steigen. Und das wollten wir hier symbolisieren, wie lange kann diese Bewertungskerze bei Qualitätswachstumsunternehmen noch brennen, weil wir haben eine Bewertung gehabt, die hat von beiden Seiten gebrannt. Wir haben natürlich eine schwache Performance gehabt, weil die Growth-Aktien out of favor waren, aber wir haben gleichzeitig weiter Wachstum generiert und die PIs sind hier in einem affenartigen Tempo nach unten gekommen. Hier der Flagship-Fonds war hier im Juni bei 24-mal, ist auch zwischenzeitlich mal auf 22-mal gefahren. Das ist der Durchschnitt der letzten 25 Jahre, glaube ich. Also wir haben ein extrem starkes D-Rating gehabt. Insofern ist da die Bewertungsluft auch quasi wieder rein. Eine andere Art, das darzustellen im Zeitablauf, ist diese hier. Sie sehen ja auf der linken Seite unser Flaggschifffonds, auf der rechten Seite ein etwas sportlicheres Qualitätswachstumsvehikel. Und Sie sehen eben, dass die grüne Linie, das ist das KGV im Zeitablauf hier über die letzten knapp 20 Jahre. Sie sehen hier diesen starken Absturz. Wir sind hier mittlerweile, wie gesagt, sehr schnell haben wir uns hier nivelliert auf langfristige Durchschnittswerte. Und das war uns auch sehr wichtig. Wir waren tatsächlich Ende letzten Jahres einfach
in einer sehr luftigen Bewertungshöhe. Und ich glaube, die Korrektur bei Wachstumswerten hat gut getan. Aber wie gesagt, die Korrektur hat eben jetzt auch wieder zu attraktiven Bewertungen geführt. Insofern ist auf der Seite die Luft rein aus unserer Sicht. Wenn man dann auf die nächsten zwei Jahre schaut, was man so erwarten kann an Gewinnwachstum, dann muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Diese Schätzungen sind nach wie vor so, wie sie hier stehen. Das heißt, wir erwarten für die nächsten zwei Jahre in unserem Flagship-Fonds 48% EPS-Wachstum akkumuliert für 22 und 23. Aber wir sind uns natürlich der Tatsache bewusst, dass wir jetzt in eine Rezession gehen. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, wir haben im Moment weit überdurchschnittliches Wachstum gegenüber dem Vergleichsindex, dem MSCI Europe. Wenn wir davon ausgehen, dass die Schätzungen noch runterkommen, was, glaube ich, realistisch ist, seien wir mal ehrlich, wir leben nicht auf dem Mond. Wenn wir in die Rezession gehen, dann werden die Schätzungen nicht nach oben gehen, sondern werden nach unten gehen. Das ist so. Aber was wir tendenziell immer in den Rezessionen geschafft haben, ist, dass die Schere zwischen uns im Index weiter aufgegangen ist. Das heißt, wenn wir jetzt mal, ich sage mal, wir haben eine Gewinnstagnation oder eine Rezession im MSCI Europe über die nächsten zwei Jahre, dann würde ich schon davon ausgehen, dass wir in unserem Flagship-Fonds immer noch sehr handfestes, gutes Gewinnwachstum haben werden. Also die Schere, wie gesagt, zwischen den 48% und den 14% sollte sich in einer Rezession tendenziell eher erhöhen als alles andere. Und dann zu guter Schluss dann noch die Frage, wie sieht das jetzt alles schön und gut? Wir haben tolle Unternehmen, die sind relativ wenig konjunktursensitiv, die haben Preissetzungsmacht, die sind jetzt auch wieder vom KGV her in vertretbaren Höhen. Was heißt das jetzt für mich als Investor, wenn ich jetzt tatsächlich den Schritt mache und möchte in diesen Flagship-Fonds investieren? Was kann ich denn da für ein Performance-Potenzial erwarten? Und natürlich wissen wir das nicht. Wir können keine zukünftige Performance Ihnen versprechen, aber wir haben sehr viele Erfahrungswerte. Wir machen das ja seit 30 Jahren oder für den Europafonds sogar seit 1989. Und wir haben eine ganz einfache Sicht der Welt. Wir haben eine absolute Sicht der Welt, was die Performance anbelangt. Und für uns ist einfach immer die Frage, Sie kaufen heute eine Aktie zum gewissen KGV. Wir machen 5-Jahres-Schätzungen, weil unsere Unternehmen haben ja hohe Visibilität. Wir haben ja keine Konjunkturzykliker im Portfolio. Und wir stellen uns bei jeder einzelnen Aktie einfach die Frage, was ist ein faires KGV in 5 Jahren? Ja? Und im Grunde genommen, sagen wir ehrlich, wir schauen uns Durchschnittswerte an, weil schlauer sind wir auch nicht. Und dann haben wir halt zwischen heute, dem KGV von heute, dem KGV in 5 Jahren, einen gewissen EPS-Kager, ja, ein EPS-Wachstum, der die Performance treibt. So einfach ist das. Und wenn man das auf der Portfolioebene macht, dann sieht man eben, wir sind hier im Moment ungefähr bei einem KGV von 23 Mal. Das ist hier sogar ein bisschen mehr noch. Wir waren hier von einem 24er KGV ausgegangen. Also das heißt, wenn wir über die nächsten Jahre hier, das sieht man auf der linken Seite, hier einen EPS-Kager schaffen von irgendwo zwischen 8 und 12%, das ist das, was wir historisch geschafft haben, dann sind wir eigentlich im Moment hier bei Wertsteigerungspotenzial, was ungefähr zwischen 40 und 70% liegt für die nächsten 5 Jahre, kumuliert. Das ist also mitunter wieder eine ganz ordentliche Rendite, die Sie erwarten können bei Qualitätswachstumsunternehmen. Das war Ende letzten Jahres nicht so ganz einfach, weil die PIs hier waren. Die PIs waren hier auf der Seite, ja. Ich will Sie aber jetzt nicht verwirren, das ist hier tiefer grün, ich will Ihnen nur sagen, das war Ende letzten Jahres nicht so, weil einfach die Bewertungen relativ hoch waren. Aber die Tabelle ist jetzt wieder sehr tiefgrün. Insofern würden wir davon ausgehen, dass für langfristige Investoren jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt gekommen ist, sich dem Thema Qualitätswachstum wieder zu öffnen. Auch vor dem Hintergrund der wackeligen Konjunktur. Da sind wir eigentlich tendenziell gerade in diesen wackeligen Konjunkturphasen. Das sind ja die Phasen, wo wir dann uns dann doch von der Benchmark und von den schlechten Fundamentals am Gesamtmarkt positiv abheben können. Das wäre es von meiner Seite. Ich habe das dann hier nochmal zusammengefasst. Also das ist jetzt hier nochmal die Performance von dem Conscious Growth Europe über unterschiedliche Perioden. Wir haben auch eine ältere Tranche, die jetzt seit 1989 schon Performance aufweist. Also wir haben es eigentlich immer geschafft, den Index relativ regelmäßig zu schlagen, substanziell nach Kosten. Das ist jetzt hier, glaube ich, für eine Retail-Tranche, die mit 150 Basispunkten Management-Fee belastet ist. Also man kann ja auch eine institutionelle nehmen, dann ist die Performance nochmal 50 Basispunkte besser. Also es ist schon relativ stabile Performance. Ja, und insofern, das wäre so meine Zusammenfassung. Wir hatten sobald ich da drauf drücke, will der nicht mehr. Das ist einfach so.
Aber die Story haben Sie verstanden. Wir sind tief gefallen von einem hohen Bewertungsniveau. Wir sind jetzt wieder in einem Bewertungsspiel, in einem Bewertungsumfeld für Qualitätsaktien historisch. Das sind drei Jahrzehnte, die wir da sprechen lassen, viel Erfahrung, die interessant sind. Tendenziell in konjunkturell eher schwierigen Phasen sind unsere Unternehmen recht standfest. Insofern ist es aus unserer Sicht jetzt wieder ein interessanter Zeitpunkt, sich dem Thema Qualitätswachstum zu widmen, da wir eben doch diese relativ krisenfesten Unternehmen haben. Aber wir sind ehrlich, wenn wir in die Rezession gehen, werden wir sicherlich auch noch ein bisschen bluten. Wir werden ein paar Wachstumspunkte abgeben. Das ist einfach so. Wir sind noch durch keine Rezession mit 48% Gewinnwachstum gegangen. Aber wir werden sicherlich mit dem Fonds eine Rezession sehr, sehr gut abfedern können und auch eben diese inflationären Entwicklungen gut abfedern können. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf Fragen. Vielen Dank, Wolfgang, für deine Erläuterung hier gegenüber unserem Publikum hier im Saal und auch vor den Geräten zu Hause, vor den Computern zu Hause. Meine Damen, meine Herren, haben Sie Fragen? Einfach Handzeichen und dann Feuer frei. Bitte sehr, Herr Deutsch. Ich hätte eine Frage zur KGV-Bewertung. Ich habe jetzt gehört, dass das für Sie das relevante oder mitrelevante Kriterium ist. Dividende oder Dividendenerwartung von Qualitätsunternehmen nicht ganz so relevant oder doch? Danke. Also für uns ist natürlich in der, ich sage mal, in dem Total Return, man sagt ja, da gibt es einmal das Kurswachstum und die reinvestierten Dividenden. Das sind ja so die beiden Komponenten. Natürlich haben wir auch die Performance-Komponente reinvestierte Dividenden. Aber wenn man sich jetzt mal einen Value-Investoren anschaut, der wird Ihnen sagen, der Daimler bietet Ihnen wie viel Dividendenrendite? 6? 7? Unsere Unternehmen liefern Ihnen 1,5 oder 2 oder 2,5. Das heißt, was wirklich bei uns wichtig ist, ist dieser Wachstumsmotor. Im Total Return, ich würde sagen, 90% kommen aus dem Wachstum und 10% kommen aus einer reinvestierten Dividende. Insofern, ja, die Unternehmen sind alle sehr Free Cashflow-trächtig, zahlen auch was aus, reinvestieren aber auch eine ganze Menge in Akquisitionen, ich habe das ja eben gesagt, oder in Innovation. Insofern ist Dividende eher eine untergeordnete Komponente bei uns. Meine Damen und Herren, weitere Fragen, bitte. Herr Wickus, eine kurze Frage, und zwar, Sie haben ja den Opportunities anfangs auch erwähnt. Ja. Wie unterscheiden sich die beiden Strategien? Ich kann ja nochmal auf den Slide zurückgehen. Also die unterscheiden sich erstmal dadurch, dass der Comgest Growth Europe ist ein Large Cap Fonds und der Comgest Growth Europe Opportunities ist ein All Cap Fonds. Die Überschneidung ist relativ hoch, aber der Unterschied macht halt den Unterschied, sage ich mal, die Nichtüberschneidung. Und was der zweite Unterschied neben der Market Cap Größe ist, dass wir eigentlich den Comgest Growth Europe ein bisschen häufiger drehen. Der Comgest Growth Europe, der wird alle 4 Jahre gedreht einmal, manchmal auch nur alle 5 Jahre, also sehr ruhig. Der Comgest Growth Europe Opportunities, der kann sich durchaus mal einmal alle 2 oder 3 Jahre drehen. Und warum ist das der Fall? Weil wir im Comgest Growth Europe auch in, ich sag mal, Qualitätswachstumsunternehmen investieren, die noch relativ am Anfang ihrer Unternehmensentwicklung sind. Und dann gehen sie einfach ein höheres Risiko ein. Ja? Und deswegen ist das Wachstum aber auch höher. Das Wachstum vom Comgest Growth Europe Opportunities ist 15% und das vom Comgest Growth Europe ist in Anführungszeichen nur 10%. EPS-Wachstum meine ich. Ne? Und damit auch die Performance. Okay, dann kam eine weitere Frage. Bitte sehr. Ja. Themen Qualitätsaktien, man ja davon ausgehen kann, vielen Dank, Frau Kick, dass irgendwann dieser Druck aufhört und möglicherweise diese Unternehmen gar nicht so gezwungen sind, dann diese Preise, obwohl der Einkaufsdruck nachlässt, diese weitergegebenen Preise wieder zurückzunehmen, also die Margen dann wieder ausweiten können. Ja. Erstens, ist das auch eine Erwartung bei Ihnen? Und zweitens, vom zeitlichen Ablauf, wo würden Sie das sehen? Also wie lange ist da noch Druck bei den Unternehmen jetzt auch, die bei Ihnen Qualität haben? Und wann erwarten Sie eigentlich, dass dieser Einkaufsdruck langsam zu Ende geht und man dann wieder bessere Margen durchsetzen kann? Ja.
Also erstens sei gesagt, wir haben natürlich nicht so eine starke Exposure im Industrials-Bereich. Das ist ein typisches Industrials-Thema, wo man mit Rohstoffunternehmen, also wir haben keine BASF. Und bei unseren Unternehmen ist der Gaspreis einfach keine Größe. Aber natürlich ist das eine Größe für einen Konsumenten. Der geht an den Bier, nicht an Bier, fährt zur Tankstelle, muss 150 Euro bezahlen heute. Also da kommt eigentlich der Druck bei uns. Das ist einfach die, ich sag mal, sie brauchen Unternehmen in dem Umfeld, die A, die Preise weiterreichen können für gewisse Grundstoffe, aber vor allen Dingen eben diesen bei dem Konsumenten diese Alleinstellungsmerkmale haben, wie eine L'Oreal gegenüber einer Unilever. Bei einer Unilever tut es einfach weh, weil da, wo sie sparen werden, ist eben beim Waschmittel und nicht bei ihren Schönheitsprodukten. Das ist einfach so. Das hat sich in vergangenen Rezessionen auch dargestellt. In Zahlen ausgesprochen, wir haben jetzt im ersten Quartal, hat sich in dem Portfolio, was ich besprochen habe, haben wir die Preise im Schnitt haben die Unternehmen die Preise 4% angehoben. Und ich sage mal, die Kerninflationsrate in Europa war so circa bei 3%. Also man sieht schon, das ist ein relevantes Thema. Das müssen die Unternehmen jetzt tun. Ja, das sehen Sie ja selbst, wenn Sie zum Supermarkt gehen. Die Preise steigen jetzt. Ja. Und wenn nicht unsere Unternehmen die Preise steigern, dann gibt es auch keine Inflation. Ja, das heißt, das sehen wir, das ist ein brennendes Thema. Wir sehen, dass unsere Unternehmen das in dem behutsamen Maße auch durchführen. Insofern fühlen wir uns mit dem Umfeld wohl. Und natürlich ist das eine ewige Rente. Natürlich ist nicht davon auszugehen, dass wenn L'Oreal die Preise anhebt, dass die irgendwann runterkommen. Natürlich ist davon auszugehen, dass Microsoft, das ist ein anderes Qualitätswachstumsunternehmen, das ist jetzt nicht in Europa, wenn die ihre Preise wie im März diesen Jahres um 10-25% angehoben haben für Microsoft 365, naja, die werden ja nicht nächstes Jahr 10-25% runtergehen, ist ja klar. Also das wird eine ewige Rente sein. Das heißt, natürlich ist das so eine Stufenentwicklung, die dann die Profitabilität der Unternehmen weiter unterstützen wird. Das sehen wir schon so bei den Qualitätsunternehmen. Ne? Wenn Sie im Commodity-Markt unterwegs sind, wenn Sie Waschmittel verkaufen, dann sind Sie vielleicht auch wieder froh, wenn Sie mit dem Preis mal runtergehen können, damit die Leute nicht zum Aldi rennen, sondern Persil kaufen. Ne? Aber bei den sehr differenzierten Produkten, die unsere Unternehmen machen, ist das eigentlich nicht so der Fall. Das bleibt dann da. Okay, dann war da noch eine Frage. Die Dame dort. Ich hätte noch kurz eine Frage, weil Sie ja Pure Stock Picking Bottom-Up Selection machen, aber gerade in dem Umfeld mit makroökonomischen Schwierigkeiten oder auch Stichwort Deglobalisierung, ist es ein Thema, dass man sich bei einzelnen Unternehmen manchmal schon überlegt, vielleicht auch bei einer L'Oreal, was hätte es für Auswirkungen, Deglobalisierung oder Lieferketten-Schwierigkeiten, gibt es da Einflussfaktoren von der Makroebene? Also es gibt gewisse Einflussfaktoren, die natürlich ist es unsere grundsätzliche Devise, dass die Unternehmen die Arbeit machen müssen. Alle arbeiten. Die Unternehmen müssen auch mit den Währungen umgehen können. Das machen wir nicht. Ein gutes Unternehmen kann das auch. Die schweizerischen Unternehmen sind da sehr erfahren. Aber um auf diese geopolitischen Sachen oder Lieferengpässe und diese Dinge nochmal einzugehen. Also das, was ich in diesem Jahr so mitgenommen habe, wo Geopolitik Makro so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, ist zum Beispiel, wir haben eine Prosus in dem Portfolio. Prosus ist ja dieses Unternehmen, was im Grunde genommen ja eine Aktie ist auf Tencent. Und die ist natürlich am Anfang des Jahres eingestürzt, weil China ist eingestürzt, wegen der Regulierung. Und da haben wir uns schon zurückgehalten und haben eben nicht gesagt, wir kaufen in die Schwäche, weil da sagen wir, okay, in China, diese Unternehmen, die halt sehr stark an der Regulierung hängen, das beeinflussen wir nicht. Das ist einfach ein Faktor in China. Dann kommt der Hammer und dann ist der da. Da können wir nicht behaupten, wir haben Visibilität. Da sind wir dann sehr vorsichtig. Also in China sind wir in dem Europa-Portfolio, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten, weil wir schon glauben, dass uns das einfach mit so einem Präsidenten haben wir ein bisschen an Vorhersehbarkeit einfach eingebüßt. Ne? Aber ansonsten ist eigentlich Lieferengpässe sind, wie gesagt, nicht so das Problem oder Rohstoffkosten-Explosion, weil, wie gesagt, eine L'Oreal hat 75% EBIT-Marge, Bruttomarge, also da haben sie andere Probleme. Da geht es nachher vielleicht eher um Personalkosteninflation. Wir haben Dienstleistler im Helpdesk-Bereich, da müssen wir darauf achten, dass die da gut durchkommen. Ne? Also, wie gesagt, das ist ja diese Lohnspirale, die jetzt irgendwann mal kommen wird. Ne? Okay, dann habe ich gesehen, vielleicht als letzte Frage eine aus dem Stream von den Zuschauern, die
online dabei sind, Wolfgang, da kam die Frage hoch, dass du in Bezug auf die drei Unternehmensbeispiele, die du präsentiert hast, dass zwei davon in der jüngeren Vergangenheit doch relativ kräftig korrigiert haben. Ja. Und da kam die Frage auf, ob wir da möglicherweise schon in der längeren Vergangenheit bereits zugegriffen haben bei dem Unternehmen oder ob wir sie möglicherweise mit Blick von heute, klar, hinterher ist man immer schlauer, aber vielleicht doch ein bisschen zu teuer eingekauft haben. Vielleicht magst du da noch zwei Sätze zu sagen. Auf jeden Fall. Also es handelt sich um ASML und Straumann. Die haben sehr stark korrigiert. Die haben sehr stark korrigiert, weil sie halt Ende letzten Jahres extrem hoch bewertet waren. Ich glaube, eine Straumann war irgendwo bei einem 60er KGV. Eine ASML war bei einem 55er KGV, 55er KGV. Das Problem ist, dass wir dann natürlich in der Falle sitzen. Wir können dann nicht einfach sagen, okay, dann kaufe ich halt jetzt mal eine Daimler, um mein KGV zu senken, weil das können wir nicht. Wir haben halt unsere 120 Unternehmen im Universum, was sich auch immer so ein bisschen verändert. Wir sind halt sehr stark qualitätsfokussiert. Wir haben diese Bewertungsprämie in Qualitätsaktien gehabt und die bildet sich dann einfach in unseren Portfolios wieder. Was wir sehr wohl gemacht haben, Ende oder im Verlauf des Jahres, haben wir zwei Sachen gemacht. Wir hatten in der Krise, in der Ukraine-Krise, eben diese Safe Havens wie eine Novo Nordisk oder Lindt-Schokolade. Schokolade wird immer gegessen. Die sind dann extrem defensiv. Da haben wir ein bisschen was rausgenommen. Und die Unternehmen, die starken Wachstumsunternehmen, die eben bei diesen sehr hohen KGVs gehandelt haben, die uns aber auch sehr viel Wachstum bringen. Eine ASML wächst 20% für die nächsten 5 Jahre. Eine Straumann wächst 20% für die nächsten 5 Jahre oder vielleicht 15. Aber das sind halt Wachstumsbeschleuniger, die wir brauchen. Die sind sehr stark abgestürzt. Und ich habe ja anfangs gesagt, das war wirklich wichtig für uns. Die kann man jetzt mit einem guten Gewissen eben auch wieder in die Portfolios nehmen. Ja, also kurzfristig, ja, haben wir da leider nicht die Arbeit machen können. Wir konnten einfach aus diesen Aktien nicht raus, weil alle Aktien relativ, Qualitätswachstumsaktien relativ teuer waren. Und, aber wir sind jetzt eben dabei, das Portfoliowachstum zu beschleunigen, eben mit diesen etwas oder aus unserer Sicht angemessenen Bewertungen. Ja, insofern, ja. Okay, bestens, ja. Haben wir eine letzte Frage im Plenum? Ansonsten würde ich sagen, der Wert des Wachstums mit Blick auf europäische Aktien. Schließen wir die Runde und übergeben den Staffelstab zurück an Herrn Schmidt. Vielen Dank. Vielen Dank.